kommen die Hagebutten nehmen im Winter. Das ist natürlich jetzt da getrocknet im Tal, was man gut lagern kann. Aber was ist das, für was hilft uns das im Winter? Also Hagebutte ist für mich eine von meinen absoluten Lieblingsfrüchten, sagen wir mal so. Und ich verwende ihn hauptsächlich für Tee. Ist jetzt aber ganz eine andere Zubereitung, als wie der Westerfort beim Kräutertee gesagt haben. Und nachher mache ich auch Hagebuttensalz, aber selben wieder allein mit den frischen. Also die frischen Hagebutten mit Salz. Okay. Verarbeitet zum Hagebuttensalz und dann praktisch die ganzen Vitamine. Es ist ja unmöglich viel Vitamin C drin, oder? Genau. Hauptsächlich Vitamin C, mehr wie bei einer Zitrone. Dann ist die wertvolle Kieselsäure ganz hoch drin. Und Mineralstoff ist Eisen, was ganz wichtig ist. Und wenn Eisen ist und Vitamin C, dann kannst du den Körper hervorragend aufnehmen.